Klasse bis 57 Kilogramm. Im roten Trikot, er kommt vom SV Urlaufen aus Südbaden, sehen Sie Nico Megane. Sein Kontrahent vom VfK Schickerstadt aus der Pfalz, Horst Lea. Mannpräsident in dieser Begegnung, Herr Schmidt, Kampfrichter Herr Heckele und Punktrichter Herr Duga. Runde 1. Passivitätsanzeige gegen Nico Megale. Knapp eine Minute absolviert. Nach wie vor 0 zu 0. Aktivitätszeit jetzt gegen Nico Megale, 30 Sekunden Zeit für die Wertung. Knapper 2:0 Vorsprung für den Mann im blauen Trikot. Horst Lea vom VfK Schipperstadt. Letztes Jahr für den Deutschen Trainerbund erfolgreich bei den Junioren-Europameisterschaften in Dortmund mit der Bronzemedaille. Runde 2.
Jetzt auch die Aktivitätszeit gegen Horst Lehr. 30 Sekunden. Gelingt ihm dann keine Wertung. Kürzen bitte, aber er geht der Herz nach vorne, der hängt sein Kamerad von der Mattenfläche und neutralisiert die Aktivitätszeit. Und es geht bereits zu nun vorne. Läuft die letzte Minute. Deutscher Meister in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm, Horst Lehr vom VfL Schieferstadt.